willkommen zu einem neuen Pflanzenvideo. Heute möchte ich euch ein Update von meinem Christusdorn geben. Das letzte Update ist tatsächlich schon 11 Monate her. Ihr seht, die Pflanze ist riesig geworden. Sie steht immer noch in dem kleinen Topf. Fangen wir mal von oben oder unten am besten von hier an. Also sie hat einen Seitentrieb hier. Hier kommt ein neuer. Dort kommt ebenfalls einer, da kommt einer, hier, dort. Hier ist schon ein ganz ausgeprägter, genau wie hier. Da muss ich einmal drehen, da ist auch schon einer. Und hier oben. Die Pflanze hatte vorm Winter, vielleicht wisst ihr das schon aus anderen Pflanzenvideos oder den Vlogs, wir leben hier gerade in einer Übergangsbleibe und hier ist im Winter keine Heizung. Und die Pflanze war so voll mit Blättern, so richtig diese riesengroßen, die hier oben. Leider war es dann aber doch irgendwann so kalt, dass die ganzen Blätter, also ich würde sagen von hier an, vor diesem Seitentrieb, alle abgefallen sind. Ich dachte schon, okay, das war's, die Pflanze geht ein, jetzt rieseln die oberen auch noch. Aber nein, sie hat sich dann wieder gefangen. Hier ist auch alles sehr schön. Muss ich sagen, hier oben sind die Blätter auch top. Da fällt auch keins ab oder wird ja gelblich-bräunlich. Die Blüten sind permanent. Natürlich nicht die gleichen Blüten oder dieselben Blüten, sondern die fallen schon nach einiger Zeit ab. Aber es bilden sich dann direkt neue. Und auch hier unten bei diesem Trieb könnt ihr das vielleicht sehen, sind Blüten. Die sind jetzt aber schon leicht am Eingehen, genauso wie auf dieser Seite. Aber immerhin hat er geblüht. Ja, ich habe, würde ich sagen, in den letzten 11 Monaten vielleicht so 3-mal oder so gedüngt. Aber jetzt vor dem Winter, also wir haben es jetzt Mai, vor dem Winteranfang habe ich gar nicht mehr gedüngt. Das heißt mehrere Monate nicht. Und ihr seht ja, der Topf ist sehr klein. Und es ist auch das gleiche Substrat noch wie vorher auch. Da ist vielleicht mal ein bisschen rausgeschwemmt. Aber ich habe kein neues hinzugegeben. Das heißt, die Pflanze ist wirklich sehr genügsam. Natürlich werde ich bald wieder anfangen zu düngen, aber ich werde meinen selbstgemachten Blattdünger verwenden oder Sprühdünger. Der ist ja nun sehr abgeschwächt. Den werde ich aber nicht auf die Blätter sprühen, sondern den gebe ich direkt in die Pflanze rein. Das würde ich euch hier wirklich empfehlen, dass ihr einen Dünger verwendet, der wirklich abgeschwächt ist und auch keinen Langzeitdünger oder so verwendet. Und ich gieße die Pflanze trotz Wintertemperaturen, natürlich wenn es nass war nicht, aber ansonsten habe ich so circa 2-mal die Woche gegossen. Kann auch mal ein bisschen größer der Abstand gewesen sein. Und ich glaube, das hat ihr ganz gut getan. Also die Pflanze, finde ich, benötigt schon viel Wasser, zumindest hier in meinem Klima in Georgien. Ansonsten, ich weiß nicht, ob oben sich noch ein Seitentrieb bildet, aber muss auch gar nicht. Die Pflanze ist nicht sehr stabil. Ihr seht ja, ich habe dieses Stäbchen hier drin. Vielleicht im größeren Gefäß wäre sie stabiler, vielleicht aber auch nicht. Ich glaube eher nicht. Aber macht lieber einen Stab rein, auch wenn ihr denkt, dass es nicht notwendig ist. Ich würde gerne noch einen Christusdorn haben und in einem etwas größeren Gefäß den dazu machen, damit es eben nicht nur eine Stange ist, sondern halt mehrere Pflanzen. Das finde ich persönlich ästhetischer. Habt ihr auch einen Christusdorn? Wenn ja, welche Farbe? Was sind eure Erfahrungen damit? Wie geht es eurer Pflanze? Gab es vielleicht irgendwelche auch negativen Dinge, wie zum Beispiel bei mir, wie es im Winter war? Lasst mich das alles sehr, sehr gerne in den Kommentaren wissen. Bin immer sehr froh und dankbar für unseren Austausch. Ja, ich hoffe, euch hat dieses kurze Update gefallen. Lasst mir doch gerne einen Kommentar, Daumen hoch oder Abo da und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Tschüss!